Moin, ihr Lieben. Wir sind immer noch in Tag 6. Und ich habe immer noch keine neuen Schlüssel. Ne, Quatsch, wir sind in Tag 7. Und ich habe immer noch keine neuen Schlüssel. Und wie man sieht, spielt die Spieluhr immer noch. So. Laufen wir mal weiter. Ich wollte euch mal eben erzählen, warum ich eigentlich gar nicht so viel spreche. Ich möchte nicht wie Anne in diesem Spiel zu viel sprechen, weil ihr sonst die Effekte gar nicht mitbekommt. Langsam wieder düster. Sehr viel spielt hier dunkel. Es klingelt an der Tür. Wer klingelt denn da wohl an der Tür? Irgendwie fühle ich mich gerade verarscht. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ne? Das war ein Telefon. Dring, dring. Da unten das Telefon klingelt. Ich komme. Ja, es wird duster. Es wird noch dunkler. Dieses Telefon klingelt. Geil. Jetzt kommt sie, die Gänsehaut. Wie geht man jetzt ans Telefon? Ja. Ich weiß nicht, wie man ans Telefon geht. Das ist langweilig. Ja, was denn nun?
Und was passiert jetzt hier? Gar nichts. Wow! Ich wüsste gar nicht, dass hier so viel Telefon im Zimmer steht. Das war schon. Wieder einen neuen Schlüssel. Ja. Hier hat sich auch nichts Neues getan, ne? Nö. Ein Clown bedeutet nie was Gutes. Schrecken sollt ihr euch. Sterben an dem. Speisekammer aus. Gut. War klar. Ich darf wieder nicht reinkommen.
Und hier liegt nirgendwo ein Schlüssel, ne? Ja. Ich sehe zumindest keinen. Seht ihr den Schlüssel? Das sind Fische. Was hat es eigentlich mit dem Licht auf dem Gartentisch auf sich? Licht auf dem Gartentisch. Mal gucken, welcher Gartentisch gemeint ist. Das ist, könnte ein Hinweis sein. Das ist dunkel. Hier im Zimmer ist es dunkel. Man sieht die Hand vor Augen. Ich sehe weder einen Gartentisch, noch sehe ich Licht. Ja. Hier ist ein Gartentisch. Wo auch immer dieser Schlüssel zupasst. Vielleicht kommt da gleich mal ein neuer Hinweis. Was ihr nicht seht. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Top.